schon wieder so ein scheiß Tag heute. Das kann doch nicht wahr sein. Keine Lust mehr zu arbeiten, ich schwör's dir. Jedes Mal ist es hier das Gleiche. Boah, was muss ich jetzt nochmal alles machen? Blutzucker messen bei Herrn Meier. Den waschen, den waschen. Wie hieß denn der da hinten? Ach, ich weiß es nicht. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Ja, ich komme, sobald ich kann. Oh, die Sonne scheint, was für ein scheiß Tag heute. Ich hasse Krankenhaus. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen, Herr Bielen, oder? Herr Bielen. Ben heiße ich mal. Ja, Ben. Nur die Ruhe, Herr Ben. Herr Ben, brauchen Sie heute Hilfe beim Waschen, ne? Ich kann meinen Arsch selbst waschen. Ja, ich habe Ihnen dafür die nötigen Materialien mitgebracht. Wenn okay, Sie... danke, das kannst du schon darlegen, ja. Seien Sie mal bitte nicht ganz unfreundlich, ich kann auch nichts für mich. Ich weiß, was ich tun darf euch. Es tut mir leid, okay, ich kann auch nichts dafür. Tut mir leid. Mir ist scheißegal. So sieht der Pflegealltag häufig in Deutschland aus. Und das kann nicht sein. Solche Situationen finden wir leider sehr oft in der Pflege. Laut der Bundesbehörde für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben mehr als 60% aller Pflegekräfte psychosomatische Beschwerden und mehr als 50% leiden an Muskel- und Skelettbeschwerden. Laut einem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2019 melden sich Pflegekräfte im Schnitt 4,63 Tage im Jahr aufgrund von psychischen Beschwerden krank. Das sind 87% mehr als in anderen Berufen, wo es nur 2,47 Tage pro Jahr sind. Krankheiten wegen Skelett- und Muskelbeschwerden belaufen sich auf 4,78 Tage pro Jahr. Hier sind es in anderen Berufen zum Vergleich nur 2,61 Tage pro Jahr. Insgesamt sind Pflegekräfte laut Report 8 Tage pro Jahr mehr krank als durchschnittliche Arbeitnehmer. Befragte Pflegekräfte gaben zudem an, der Pflegealltag sei oft von hohem Leistungsdruck, zu vollen Terminkalendern und hohem Zeitdruck gekennzeichnet, was häufig zu emotionalen Problemen führe. All dies hat Auswirkungen auf die Ökologie und Ökonomie in der Pflege. Oft werden Arbeiten aufgrund des enormen Stresspensums nicht ökologisch oder ökonomisch ausgeführt. Beispiele hierfür sind mehr Verwendung von Materialien, wie zum Beispiel unnötige Handschuhwechsel oder nicht sachgerechte Mülltrennung. Die Gedanken ans wirtschaftliche und ökologische Arbeiten gehen im Stress unter. Lösungsansätze könnten zum Beispiel eine Abschaffung des DRG-Systems sein, wodurch eine Anpassung des Personalschlüssels folgen könnte. Somit wäre eine Pflegekraft für weniger Patienten pro Schicht zuständig. Das würde es der Pflegekraft erleichtern, auch ökonomisch und ökologisch zu arbeiten. Eine psychologische Betreuung oder Supervision könnte bei manchen Problemlagen auch Abhilfe verschaffen, um mit dem Stress fertig zu werden. Außerdem ist es essentiell, auf die eigene Gesundheit zu achten. Hierbei sind ausreichend Schlaf, Sport oder vielleicht andere Hobbys, die einem helfen, vom Arbeitsalltag abzuschalten, eine große Hilfe. Jede Krankenkasse bietet zudem Präventionsangebote an, die dabei helfen sollen, das Ausbrechen bestimmter Beschwerden zu lindern. Es gab schon stressige Phasen in dem Beruf auf Station. Insofern, dass ich einfach gestresst an der Arbeit raus bin, körperlicher Stress, dass ich einfach Rückenschmerzen hatte, das kann ich bestätigen. Psychischen Stress würde ich eher weniger sagen, also es war eher körperlicher Stress, das dann sich am Rücken bemerkbar gemacht hat, dass Wirbel eventuell mal rausgesprungen sind bei mir explizit. Würde ich schon unterschreiben, ja, also ich könnte, also ist jetzt wieder das zu belegen, ist natürlich schwierig, aber ich würde schon sagen, dass man in Stresssituationen vielleicht nicht so drüber nachdenkt, wie man wirtschaftlich arbeiten sollte, einfach weil es vielleicht auch schneller gehen muss, weil man unter Zeitdruck steht und dann einfach weniger an die Ökologie und Ökonomie denkt und dann einfach auch mal verschwenderischer arbeitet und gewisse Dinge einfach nicht so korrekt durchführt. Die Mitarbeiter oder die Kollegen auf Station, wenn die einfach weniger Stress haben und Psychohygiene betreiben oder was auch immer dazu führt, dass sie weniger Stress haben. Ja, vielleicht mehr Personal. Mehr Personal als Beispiel oder
dass sie dann auch wirtschaftlicher, ressourcenschonender arbeiten ja. würden und auch könnten. Frisur sitzt. Mit Brille, ohne Brille. Gut wäre noch gut. Brücke, Brücke. So sieht häufig der Pflegealltag aus.